We're here at Walter and Benjamin in Munich. We're making a tasting with the wines of Alentejo and also olives from Portugal. Die Weine des Alentejos sind Weine, die auf der einen Seite elegant sind, auf der anderen Seite ihre bäuerliche Herkunft nicht verleugnen. So wie The Girl Next Door. Die kommt vom Bauernhof, aber ist irgendwie auch eine Prinzessin. Was ich auch sehr beeindruckend finde im Alentejo, ist, wie die noch mit den alten Amphoren arbeiten. Also wirklich der Wein selbst im Amphora mit auch doch noch Olivenöl überdeckt. Das ist so was Altes, das gibt es nirgendwo. The Alentejo wines are the new world inside the old world. Ich glaube schon, dass Alentejo ein Geheimtipp ist, vor allem was Weine angeht, die in ihrer Fruchtigkeit und Komplexität extrem viel bieten und relativ wenig kosten. Es ist ja auch wichtig, dass du wirklich handwerklich hergestellte Weine bekommst für akzeptable Preise, sodass du die Menschen dafür begeistern kannst, sodass die Weine nicht unendlich weit weg sind. Die Küche im Alentejo ist eigentlich recht einfach. Die Weine sind immer zum Essen eigentlich auch. Und was man auf dem Teller hat, ist wirklich sehr simpel, aber umso geschmackvoller. Die größte Überraschung war diesmal das Olivenöl. In the case of olive oil, which is an olive juice, it's all about varieties. With our Portuguese varieties, we obtain this particular olive oil, which is smooth and tasty and very high quality. Das Alentejo ist eine wahnsinnig faszinierende Region. Als ich zum ersten Mal dort war, haben mich die Menschen dort gefangen, in ihrer Freundlichkeit, mit ihrem Gastgebertum. Es ist in sich sehr stimmig und man kann dort wirklich eine unglaublich tolle Zeit verbringen. Die Öle und Weine aus der Region Alentejo sind so vielfältig, dass es sich lohnt, sich einen Abend lang mit der Gegend zu beschäftigen und dazu eigentlich die ganze Bandbreite an Weinen als auch Olivenölen zu verkosten. Wenn ich mir denke, da gibt es kräftige, markante und Rotweine mit Charakter und sie sind trotzdem so strukturiert, dass man gern davon mehr trinkt, dann ist das für mich genau das, was im Moment gesucht wird. I think it's very important to support not only the production in general, but entities like the CVRA, which promote our wines every day.